Professor Bernd Waas ist Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht und bürgerliches Recht an der Uni Frankfurt und zum vierten Mal Schirmherr des Kongresses. Und zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehört das europäische Arbeitsrecht, Herr Professor Waas. Und darüber hinaus sind Sie auch Mitglied im sogenannten ILO-Sachverständigenausschuss. Also ILO, das meint Internationale Arbeitsorganisation, International Labour Organization. Darüber wollen wir reden. Und zuerst wüsste ich gerne, was ist die Aufgabe dieses Gremiums? Ja. Im Rahmen der ILO werden Übereinkommen verabschiedet, werden Übereinkommen erarbeitet, die von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden können. Natürlich hängt eine ganze Menge daran, auch die Einhaltung dieser ratifizierten Übereinkommen dann zu überwachen. Und da gibt es ein relativ kompliziertes Überwachungssystem. In der Mitte sitzt der ILO-Sachverständigenausschuss. Er sitzt deshalb in der Mitte, würde ich sagen, weil es das einzige Gremium ist, das eben eine unabhängige Überwachung gewährleistet. Wie arbeitet der Ausschuss ganz konkret? Der Ausschuss besteht aus 20 Experten aus allen Teilen der Welt, überwiegend Richter und Hochschullehrer. Die Richter sind teilweise frühere Richter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, sind aktive Richter. Das jüngste Mitglied des Sachverständigenausschusses ist der frühe Präsident des Südafrikanischen Verfassungsgerichtshofs. Das Gremium kommt einmal im Jahr für drei Wochen zusammen, prüft Berichte, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten erstellt werden, aber auch Berichte, die von den Sozialpartnern erstellt werden. Die sind nicht immer einheitlich, wie Sie sich denken können. Die Sozialpartner sehen manches anders als die Regierungen. In diesem Jahr trifft man sich aus naheliegenden Gründen nicht. Das Ganze findet virtuell statt. So wie wir auch? Also so wie wir das heute auch machen. Es gibt überhaupt nur eben gar keine Präsenz. Das bedeutet für den Kollegen aus New York, er muss ein bisschen früher aufstehen. Und die Kollegen aus Australien kommen spät ins Bett. Die Europäer, die haben es dann etwas leichter. Gucken wir auf die Themen. Was sind so die aktuellen Themenschwerpunkte, mit denen Sie sich da beschäftigen? Ich würde gar nicht unbedingt sagen, es gibt aktuelle Themenschwerpunkte. Die Übereinkommen decken alle erdenklichen Bereiche des Arbeitsrechts ab. Das reicht von der Vereinigungsfreiheit, Tarifautonomie, würden wir in Deutschland sagen, bis zum Kündigungsschutz, Entgeltschutz und so weiter und so fort. Und Aufgabe des Ausschusses ist nun wirklich zu überprüfen, halten sich die Mitgliedstaaten an das, was sie da mal feierlich gelobt haben, was sie unterschrieben haben. Das tun manche schon, manche weniger. Manche sind säumig, was die Erfüllung ihrer Berichtspflichten anbelangt, manche nicht. Wir schauen den Regierungen jedenfalls, soweit wir es irgendwie vermögen, auf die Finger. Wenn Sie sagen, wir schauen den Regierungen auf die Finger, manche tun es, manche tun es nicht, welche Wirkung können Sie denn auch tatsächlich erzielen? Also wenn Sie sagen, hallo, wir haben hier eine Beschlusslage, wir haben uns auf was geeinigt, aber es wird nicht umgesetzt, die Regierung tut nichts. Hat es mehr als einen appellativen Charakter? Was können Sie bewirken? Wenn ich ganz offen bin, und es bleibt ja unter uns, dann muss ich sagen, dass mich immer im Rahmen unserer Sitzungen mal so ein Tiefpunkt erwischt. Dieser Tiefpunkt kommt dann, wenn man denkt, naja, das ist hier, wir sind ein Papiertiger. Und die Berichte, die man bekommt, die sind manchmal Hochglanzberichte aus Staaten, in denen eigentlich nichts funktioniert, sodass man sich fragt, kann das wirklich wahr sein? Insofern bin ich der Erste, der einräumen würde, dass es Schwächen in diesem System gibt. Nur wir können eben keinen Gerichtsvollzieher in die Mitgliedstaaten schicken. Das ist schon die beste Lösung und sie ist auch nicht ineffektiv, denn der Mitgliedstaat muss sich vor anderen Mitgliedstaaten bei der Internationalen Arbeitskonferenz verantworten. Er muss dann wird in die Öffentlichkeit gezerrt und das ist eben dann doch nicht so schön. Insofern denke ich, dass das System wirksamer ist, als man vielleicht denken würde. Wenn wir noch mal kurz in die Geschichte gehen, also ILO 1919 mit dem Versailler Vertrag sozusagen gegründet, mit einer Aufgabe, die ja nicht klein war, also Sicherung des Weltfriedens auf der einen Seite, aber auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Ja. Soziale Gerechtigkeit, das ist ein Thema, das uns heute wie vor 100 Jahren beschäftigt, weiterhin. Wo würden Sie sagen, ja, wurde diese Aufgabe schon vorangetrieben? Was hat sich verändert? Was bewirkt auch die Arbeit von ILO? Die Aufgaben der ILO, menschenwürdige Arbeit, faire
Gestaltung der Globalisierung. Die Aufgaben sind aktueller denn je, würde ich sagen. Leider Gottes kann man ja nicht behaupten, dass die Probleme verschwunden wären. Wir bohren ein ganz, ganz dickes Brett. Gerade in Zeiten der Digitalisierung sind ja verschiedene Grundelemente des Arbeitsrechts in Frage gestellt. Was für mich ausschlaggebend ist, ist, dass der Weg, der beschritten werden muss, der internationalen Zusammenarbeit ist und nur dieser eben sein kann. Und da stimmt mich beispielsweise sehr hoffnungsvoll, dass es gelungen ist, vor einigen Wochen das Übereinkommen zum Verbot von Kinderarbeit, das ist mittlerweile von allen Mitgliedstaaten ratifiziert, von allen ILO-Mitgliedstaaten. Man hätte sich natürlich gewünscht, das wäre schon vor Jahren geschehen, dass es aber jetzt geschieht, dass es da einen Konsens gibt, der natürlich noch nicht bedeutet, dass sich alle dran halten. Immerhin, es gibt diesen Konsens an diesem Punkt und das finde ich gut. Noch eins, wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in diesem Gremium? Deutschland spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in vielen, vielen Bereichen. Deutschland ist aber auch kein Musterknabe. Entgegen dem, was man vielleicht erwarten würde, hat auch Deutschland gewisse Defizite. Aber alles in allem ist die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Teil der ILO. Wenn Sie sagen, Deutschland hat auch Defizite, welches ärgert Sie am meisten persönlich? Das würde ich jetzt als Mitglied des Ausschusses ungern verraten. Es begegnet eben schon die eine oder andere Frage, was die Einhaltung des Völkerrechts durch Deutschland anbelangt. Das muss man dann eben Sie in Ihrer Studio prüfen. Das tun wir auch. Professor Wass, ich danke. Danke Ihnen.